Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir machen weiter. Und ich würde jetzt gerne nicht zur Mission gehen, sondern erstmal, was den Orden angeht, ein bisschen was nachverfolgen. Hier die zwei haben mal Hinweise, wo wir die eventuell finden. Zum Beispiel untersucht die Feste im Diebesnest auf dem höchsten Berg in Glows, wenn ich das ausspreche, nee, Örsch von der Stadt Glowcaster. Oder, keine Ahnung. Deswegen würde ich jetzt einfach mal gucken, ob wir das nicht schon freigeschaltet haben, von der Karte her. Sieht aber nicht gut aus, tatsächlich. Aber wir haben ja noch mehr. Gefundener Hinweis. Untersuche die Schmiede neben den runden Ruinen auf dem Gelände der Abtei des Heiligen Alban. In Oxfarnofit im... Okay. Oxfarnofit, okay. Erstmal gucken. Bin ich ganz rausgegangen, das wollte ich nicht. Okay, Oxfarnofit. Ah, okay. Das führt uns tatsächlich zur Quest. Also zur Quest. Dann haben wir das doch schon mal geklärt. Finde ich gut. So. Können wir noch was bei ihm machen? Ich glaube tatsächlich nicht, aber hm. Man kann es ja mal versuchen. Boah, ich hasse diese langen Ladescreene. Okay, ich hab nichts. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ja. Tschüss und so. Ab zu meinem Schiff. Das kann jetzt was werden. Ach, ich brauch gar nicht wegzugehen. So. An die Ruder. Nice. Dem Hier Fluss müssen wir an die Ruder. Und zur Quest. Bringt uns ein Licht. Let's go. Dark is the shadow. Segel hoch. Sehr schön. In 1800 Metern. Boah, ist das weit weg. Ist das weit weg hier? Okay, aber guckt euch das nochmal an. Das ist schon ein Sprungbrett weg. Aber egal, das passt schon. Wir genießen jetzt die Fahrt mit der Musik. Und dann passt das schon. So lange dürfte das jetzt auch nicht dauern. In der letzten Folge war mein Asgard. Das war schon ziemlich aufgeregt. Also da war ich schon ziemlich aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem mit Thor an der Seite zu kämpfen, ist schon fett. Das macht Spaß. Und ich weiß ja, dass man hier Thors Hammer ja auch bekommen kann als Waffe. Und Thors Rüstung. Und ich freue mich schon, wenn es soweit ist, dass ich die erfarmen darf. Aber leider müssen wir dafür den Orden der Ältesten ausschalten, also den kompletten Orden. Und diese drei Quälgeister an den verschiedenen Orten, wo wir ja schon mal versucht haben, was zu tun, wo wir kläglich dran gescheitert sind. Leider. Aber gut, da kann man halt dann nichts machen. So. Schauen wir doch mal, wie das dann weitergeht. Auf jeden Fall, die Quest führt uns dann natürlich auch dann noch zu dem Ort, wo wir dann die anderen zwei eventuell finden aus dem Orden. Und das führt uns dann natürlich dann zu den anderen Sachen. Gott sei Dank. Ja, so weit im Süden waren wir tatsächlich noch nie. Ich glaube eben, das Kloster, das war das südlichste, was wir je gemacht haben. Glaube ich. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich will jetzt auch nicht auf die Karte gucken, weil dann unterbrechen wir nämlich wieder. Ich möchte auch mal ankommen.
Wenn wir aber gleich da sind, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal richtig gesehen, dass wir quasi, ich glaube, Waffen und Rüstung aufwerten können. Und ich bin sehr geneigt, das dann auch zu tun. Freue mich dann auf jeden Fall, wenn das funktioniert. Boah, das dauert aber ganz schön ewig. Wollte ich gerade sagen. Oh, ist das schön. Das gefällt mir. Unser Ziel entfernt sich wieder. Warum? Lol? Warum treiben wir jetzt flussaufwärts? Was zum Teufel? Wo ist das jetzt kaputt gegangen? Wo ich das nochmal nachgeguckt habe. Was zum Teufel? Manchmal ist dieses automatische Fahren auch ein bisschen buggy. Aber das war, glaube ich, in jedem Spiel so. Also in jedem Assassin's Creed auf jeden Fall. Strange. Sehr, sehr strange. Aber egal. So, jetzt geht das auch in die richtige Flussmündung und dann passt das. Gott sei Dank. Oh, was ist denn hier? Ah, ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier gibt es nichts mehr zu plündern. Haben wir alles schon gemacht. Zeit für ein Lied. Ich will eine Saga hören. Okay, erzählt mir mal was. Komm. Komm, erzählt mir was. Einmal gab es einen Mann, den ich vor Oswald zum König krönen sollte. Ethelred hieß er. Das war kurz bevor du kamst, Eivor. Rüds Männer hatten den armen Mann, einen Christenpriester, vorgeführt. Er war ein Trinker. Durch seine Adern floss Met. Doch er hatte Schneid. Seine Bibel in der einen, das Elhorn in der anderen Hand gaben ihm Kraft. Oswald band die Leute durch gegenseitiges Vertrauen an sich. Ethelred durch die Liebe Gottes. Seine Frömmigkeit grenzte an Besessenheit. Bald stellte ich fest, dass Ethelred Anhänger hatte. Männer, die ihm folgten, nichts fürchteten und bereitwillig für ihren Gott sterben würden. Mehr und mehr schlossen sich ihm an, als East Ingla in Verzweiflung versank. Ermutigt entschloss er sich, die Lande von Rüds Clan zu befreien. Ich beriet ihn so gut ich konnte, doch sein Gottesglaube machte ihn kühn. Sein Mut glich dem Rüds, doch sonst hatte er nichts. Keine Kampferfahrung, keine gestandenen Krieger, nur übermütiges Fleisch. Ethelred wurde zusammen mit seinen Männern abgeschlachtet. Ah. Aufkeimender Widerstand. Segel runter! Segel nieder! Wo ist denn hier zum Teufel ein Hafen? Wir sind schon dran vorbei. Wir sind schon vorbei. Ich sollte mich vermummen, okay. Dann machen wir das gleich. Hey, Schiff hier an mich. Was ist denn los? Nice. Hallo, was bist du denn? Du siehst auf jeden Fall so aus. Nichts stellt dich lieber, als an deiner Seite Schädel zu spalten. Uff. Solltest du deine Meinung ändern, bin ich hier. Hat von deinem Erfolg gehört und wäre geehrt, sich deinem Plan anzuschließen. Okay.
Ja. Solltest du deine Meinung ändern, bin ich hier. Oh, ich habe mich aus Versehen geheilt. Oh, gut. Aber ganz ehrlich, ich bin tatsächlich mit meiner Mannschaft bis jetzt sehr froh, wie sie jetzt ist. Was siehst du, alte Freundin? Aha, da hinten. Nice. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt mit Sigurd weitergeht, weil Eivor hat ja seine... extrem angespannt. Eivor hat ja seine Frau lieb gewonnen, ne? Ach nö. Geschenke, das muss es sein. Ach, zu viele Soldaten. Ja. Wie Sigurd schafft, hier frei rumzulaufen, frage ich mich. Ja, da sind hier viele Soldaten. Okay, komm. Zack. Sigurd ist nicht hier. Ich höre mich um. Ja, besser ist es. Jemand in der Schenke könnte Sigurd gesehen haben. Soldaten hinterlassen nichts als Blut und Schmerz. Bist du die Wirtin hier? Du bist hier nicht willkommen. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Dänen. Ich will keinen Ärger machen. Ich suche meinen Bruder, riesigen Nordmann. Er war für das Chaos verantwortlich. Er und diese andere waren hier und sprachen mit Tan Gedrick. Dann kamen Lady Edwins Soldaten. Ein Kampf brach aus. Dein Bruder und der braune Kerl entkamen. Dafür wurde Gedrick geschnappt. Das war wirklich bedauerlich. Er ist in dieser Gegend sehr beliebt. In welche Richtung ging mein Bruder? Was ist dir diese Information wert? Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hör mal, Dene. Wenn du eine Szene machst oder Streit anfängst, rufe ich nach den Soldaten. Ja. Warte, gewinne Spottstreiter? Das wäre witzig. Aber nein. Halsabschneiderin, hier ist dein Silber. Vielen Dank. Dein Bruder und sein Freund sprangen durch dieses Fenster und liefen in Richtung des Flusses. Ich wette, sie verstecken sich in einer der Fischerhütten. Geht doch. Fischerhütten. Aha. Einer der Fischerhütten. Sie wollten nach Süden. Sie können nicht weit sein. Ich sollte entlang des Flusses suchen. Ja, bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Kein Bock auf einen unnötigen Fight. Riecht wie eine Fischerhütte. Ein gutes Versteck. Ja, lass mal gucken. Ringsherum. Wo auch alles sauber ist. Ach, da ist er. Alan Wasahalan, Eivor. Wir hätten dir den Bauch aufschlitzen können, Wolfsmal. Warum so nervös, Bruder? Sieht dir gar nicht ähnlich. Der halbe Schier ist hinter uns her, wie du vielleicht bemerkt hast. Kamst du deshalb nicht nach Hause? Weil du mit den mercischen Soldaten Verstecken spielst? Dein Bruder ist ein vielbeschäftigter Mann. Zahlreiche Pflichten lasten auf ihm. Es ist schön, dich wiederzusehen, Basim. Auch wenn du meinen Bruder schlecht auf seine Aufgaben vorbereitet hast. Es liegt nicht an mir, deinen Bruder wie eine lahme Mähre zu führen. Das wäre gar nicht schlecht. Bruder, wir haben Bündnisse zu schmieden. Schick ihn zurück, wo er herkam, und geh deinen eigenen Weg. Eivor, bei den Göttern. Schön, dich bei uns zu wissen. Und in der Tat sind wir einem Bündnis schon näher gekommen. Gedrick, einer der hiesigen Tane, schwor mir einen Eid. Ich habe von ihm gehört. Die Wirtin erwähnte außerdem eine Edwin, die die Soldaten befehligt. Warum verbünden wir uns nicht mit ihr?
Lady Edwins Gatte war der Alderman des Schiers, bis Gudrums Heer seinem Leben ein Ende setzte. Nun führt sie den Kampf ihres Mannes mit dem Beistand von König Alfred von Westsexer fort. Edwin will sich an den Dänen rächen, die ihr den Mann und die Lebensgrundlage nahmen. Es heißt, Alfred sei ein furchterregender König. Wenn Edwin seine volle Unterstützung gewinnt, fällt dieser Schier an Westsexer. Und um sie zu bekämpfen, sicherst du dein Schwert einem kleineren Tarn zu, der eine Bande von Bauern und Fischern befehligt. Hab Vertrauen, Eivor. Ein paar hundert Sachsen mit Heugabel und Hippen sind eine ernstzunehmende Macht. Götter. In allen Männern und Frauen, ob adlig oder Bauer, schlummert der Funke von etwas Größerem. Das ist wahr. Manchmal größer, als ein gewöhnlicher Geist erfassen kann. Nun, Edwin hat Gedrick in Ketten gelegt. Da geht euer schöner Plan dahin. Nicht, wenn wir schnell handeln. Die Gefangenen sind im Langhaus. Mit dir könnten wir einen Überraschungsangriff wagen. Wenn wir mit Gedrick die beste Aussicht auf ein Bündnis haben, sollten wir es tun. Ha. Huh. Der Stein des Paladin. Nice. Sigurd, hat Basim dich zu etwas überredet, das nur wenig einbringt? Eivor, hast du kein Vertrauen in mein Kriegshandwerk? Ich schätze Basims Weisheit, doch er folgt mir. Immer. Er kommt mir vor wie jemand, der nur sich selbst traut. Basim ist von Natur aus verschlossen, aber er ist weise und aufrichtig. Und er hat mir die Augen für eine große Wahrheit geöffnet. Er hat mir eine Belohnung versprochen, so ungewöhnlich, so unglaublich, dass sie dir den Verstand rauben würde. Bruder, unser Bund besitzt das eiserne Heft einer Streitaxt. Lass dich nicht von Basim und seinen verlockenden Weissagungen von unserem einfachen Ziel abbringen. Oh jo, jetzt fängt es an zu bröckeln. Unser Ziel steht fest. Wir werden erst über Mercia und dann über ganz... Aber Basim ist so scharfsinnig. Er liest so vieles in meinen Gesichtszügen. Er kennt die Gebete meiner Vorfahren und... Nun, wir werden meine Geschichte etwas später besingen. Ha. Das gefällt mir nicht. Fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Oh nein. Versuchen wir mal ein bisschen unentdeckt zu bleiben. Ist das nur einer? Ah, ne, es sind mehrere. Okay. Das Langhaus ist da hinten. Ja gut, dann schleichen wir uns jetzt mal hier durch. Oh, hier sind aber ganz schön viele Soldaten, das gefällt mir gar nicht. Aber nun gut, dann... Der ist noch zu weit weg. Ja, ja, klar, mach mal. Bei dir flippen mir die Soldaten nicht aus. Okay, vor uns sind keine Soldaten, dann haben wir das Glück.